the black lines. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, der Omnibus Simulator. Heute sind wir auf einer neuen Map und zwar auf Innsbruck. Die soll originaltreu gebaut sein. Und heute fahren wir die Linie J von Marktplatz nach Nordkette Hungerburg. Die Leute warten schon, wir haben noch 2,7 Minuten Zeit und wir fahren mit dem Funhall A320. Keine Ahnung, aus welchem Land er kommt, ich glaube aus Frankreich, so wie mir diese Schrift da verraten soll. Wir lassen mal die Leute rein, denn die warten schon. Oh, Manfred ist auch wieder dabei. Guten Tag. Guten Tag. Hallo Manfred. Schön, dich auch mal wieder zu sehen. Ach, guck mal. Der hat ja immer was zu meckern, ne? Wisst ihr? Der hat immer was zu meckern. So, ich würde sagen, ich stehe ja ziemlich scheiße, wenn ihr das mal sehen wollt. Aber wenn ihr euch auch mal überlegt, da hinten, wo der Bus jetzt steht, da hinten der Mercedes, der weiße, da stand ich eben. Und wenn du dann hier zur Haltestelle musst, ist das ein reines Chaos. Wir haben eh gerade mal rot, von daher brauche ich den Fahrplan, ach Quatsch, den Fahrplan sag ich schon, die Uhrzeit gar nicht umstellen. Wir machen nur mal kurz die Tür zu, weil es kommt ja jetzt eh keiner mehr. Bom, bom. Und angeblich soll es eine ganz extreme Fahrt werden, weil die Straßen sollen hier sehr eng sein und manchmal hat man keine Chance, mit zwei Bussen aneinander vorbeizukommen, dann hat man ein Problem. Aber ich weiß von nichts, ich bin die Map noch kein einziges Mal gefahren, von daher wird es eine Blindenfahrt. Von daher bin ich auch sehr gespannt, wie das Ganze hier mit dem Bus und auch mit der Strecke funktionieren wird. Wir schauen uns mal kurz den Bus von innen an. Alles ziemlich klein und eng, aber ich finde ihn cool, deswegen habe ich ihn einfach mal genommen. Jetzt haben wir noch 1,3 Minuten Zeit. Rein will aber niemand mehr. Ach, die Linie M wartet auch. Okay, aber wir müssen auch warten, weil die blöde Ampel hier noch auf rot ist. Wie geht's euch denn so? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Das würde mich ja mal sehr interessieren. Vor allen Dingen, wie geht's euch bei so einem schwülen und heißen Wetter? Ich komme damit nicht ganz zurecht. Hab hier das Fenster 24 Stunden lang auf, weil es ist echt sonst kaum auszuhalten. Aber ansonsten geht's eigentlich. Ich freue mich, dass wir jetzt hier wieder OMSI fahren. Und wir können ja mal kurz auf den Fahrplan schauen. Ist ja eh noch rot. Angeblich brauchen wir 10 Minuten abwarten. Und jetzt haben wir endlich mal grün. Wurde aber auch langsam mal Zeit. Und wir müssen nach rechts. So. Dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze funktionieren wird. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt aussteigen müsste, aber vor dem Bus anhalten müsste, dann aussteigen müsste und den Manfred mal so kräftig einen in die Fresse hauen müsste. Das Gefühl habe ich. So, jetzt geht's nach links. Zur ersten Haltestelle geht's, die heißt, was? Die Bildwiederholrate ist sehr gering, das juckt mich nicht. Höttinger Kirchplatz ist die erste Haltestelle und wo müssen wir lang? Nee, oder? Sag mir nicht, wir müssen jetzt da geradeaus. In die kleine Ministraße? Da muss ich jetzt gleich durch. Nee, da muss ich doch jetzt wohl nicht wirklich durch, oder? Nee. Also tut mir leid, Leute, aber ich will es gerade mal nicht glauben. Haben wir grün? Wir haben tatsächlich grün. Der Pfeil zeigt tatsächlich da rein. Alter, da passt, wenn es drauf ankommt, gerade mal ein Smart durch oder ein Golf. Aber wir doch nicht. Okay, jetzt weiß ich auch, warum das eine Horror-Map ist. Aber da müssen wir jetzt durch. Halt die verdammte Schnauze, Manfred. Ihr wollt wieder raus, ne? Hehehe, jetzt dürft ihr warten. Warte mal, ich will mal gucken, wo ich denn angedutscht bin. Ja, wahrscheinlich am Schild. Aber hier ist es auch so verdammt eng. Eieieiei. Es ist ja echt schlimm, ne? Kickdown drücken und selbst dann kommt der Bus hier nur mit Mühe und Not hoch. Alter Schwede. Scheiße, der Bus rollt zurück. Der Bus rollt zurück! Leute, ich hab's tatsächlich nicht, den Bus hier hochzukriegen.
Ich schaffe es tatsächlich nicht, den Bus hier hochzukriegen. Und selbst mit Kickdown funktioniert es nicht. Warte, lassen wir mal den Bus runterrollen kurz. Das ist ja mal lustig, ey. Es ist noch niemals passiert. Es ist noch nie passiert. Ach, guck mal, da ist der Manfred. Warte mal. Komm, dann jetzt wieder hoch. Bitte. Ganz kräftig Kick-Off drücken. Oder Kick-Out. Jawohl, jetzt haben wir es zur Hälfte zumindest geschafft. Schnauze! Wo bin ich denn jetzt hier dran gekommen, bitte? An der Mauer. Na, ganz toll. Das heißt, ich muss jetzt wieder so weit fahren. Jetzt sind wir an der anderen Mauer dran gekommen. Genial. Leute, ich liebe die Map jetzt schon. Das kann ich euch sagen. Ich liebe die Map jetzt schon. Müssen wir einmal nach unten rollen. Oh mein Gott. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass das hier reinstes Chaos ist. Wir kommen wieder nicht nach oben. Genial. Das schaffst du auch wirklich nur, wenn du Profi-Fahrer bist. Du bist auch lebensgefährlich, Mann. Jetzt lass mich doch mal hier meine Arbeit machen. Ihr seht doch, dass ich überfordert bin. Ach, das ist der Rückwärtsgang. Deshalb piept das so. Warte mal. Ich habe eine gute Idee. So, einmal anhalten. Ich habe eine gute Idee, damit wir auch gut sehen können, ob das funktioniert oder nicht. Mache ich mal diese Ansicht hier. So, und jetzt muss das funktionieren. Also das ist ja echt schon mal eine chaotische Folge, das sage ich euch jetzt schon. So, wir haben es geschafft. Bis hierhin haben wir es geschafft. Jetzt muss es weitergehen, jetzt muss es weitergehen. Ah, nicht an das Auto, nicht an das Auto, nicht an das Auto. Obwohl, jetzt ist es ja eigentlich scheißegal. Es wollen ja eh alle Leute raus. Alter Schwede, gleich sind schon 15 Minuten vergangen und ich bin ja noch nicht wirklich weit gekommen. Nicht mal zur ersten Haltestelle. Aber da seht ihr auch, was für eine extreme Fahrt das heute wieder wird. Und auch in den nächsten Folgen, weil die Fahrt werden wir jetzt zu 100% nicht schaffen. Aber jetzt gehen wir hier mal richtig Gas, weil wir haben schon 1,4 Minuten Verspätung. Hier ist der Bierbrunnen. Aber jetzt geht's doch mittlerweile. 30 ist hier erlaubt. Ja, wie soll man das denn bitte schon mit so... Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt einen Gelenkbus genommen. Wie bin ich dann da hochgekommen? Genau, gar nicht. So, JN7 und HBB müssen nach rechts. Okay. Rappel, rappel, rappel. Oh, da kommt ein Taxi. Wo will das hin? Es will nach rechts. Okay, das heißt... Ach, die Leute haben uns schon erkannt. Ich sehe es schon. So, ach, hier ist eine Kirche. Das ist ja cool. Höttinger Kirchplatz. Was ist die andere Haltestelle? Höttinger Kirchplatz. Aber ich denke mal, wir müssten dahin, weil wir müssen ja nach oben, denke ich mal. Und da die Leute sich gerade eben bewegt haben, fahren wir einfach mal hier hin. Bei Schnee und Eisklette bitte Schneeketten nutzen. Echt jetzt? Ist das wirklich... Dann wird es eine chaotische Fahrt, das zeige ich euch jetzt schon. So, die Leute wollen alle raus angeblich. Ich würde sagen, dann sollen sie auch raus. Oh, geil. Jetzt hatte ich gerade mal kurz Omsi hier aufgehangen. Nee, doch nicht. Aber der Bus hüpft, oder? Warum hüpft der Bus denn, bitteschön? Druckluft hat sich auch gerade mal bemerkbar gemacht. Gut, ihr wollt raus. Dann geht doch raus, bitte. Haut ab! So. Hallo. Also, es ist eine chaotische Folge und ich habe eigentlich schon Angst, mal eine Fahrakte zu schauen. 1,3 lebensgefährlich. Ach, ihr habt doch gar keine Ahnung. Verpisst euch bloß. Das ist aber auch das Problem gewesen, weil wir an die Mauer gekommen sind. Deswegen meckern die Leute so. Die sollen es mal alle besser machen. Alle. Schaffen sie nicht. So, bis zur nächsten Haltestelle fahre ich jetzt noch. Dann habe ich keinen Bock mehr. So, der Bus. Was ist denn jetzt wieder los? Warum humpelt der Bus hier so? So, geht's jetzt weiter? Ja, es geht weiter. Es war nur noch die Tür offen. Also nicht die Tür, sondern die Haltestellenbremse. Oh, ey. Noch keine... Noch nicht wirklich richtig weit gefahren und schon wollen alle raus. 1,4% lebensgefährlich. Super, super. Das Talent habe ich auch nur, ne? Nächster Halt, Schlesangasse. Ihr könnt da von mir aus auch wieder alle raus. Die Fahrt ist eh schon am Arsch. Wenn man es so sagen will. Das ist aber dann auch der Moment, wo es keinen Spaß mehr macht. Wenn die Leute meckern, ist er aber nicht besser machen können.
Aber gut, so sind Fahrgäste eben. Damit muss man leider leben, hier in Omsi 2. Haben natürlich fast schon 2 Minuten Verspätung. Deswegen gebe ich hier auch mal jetzt ein bisschen Gas. In der Hoffnung, dass mir ja kein Bus entgegenkommt. Weil das wäre dann richtig scheiße. Oh, was habe ich gesagt? Aber gut, der ist an der Haltestelle, ne? Der fährt jetzt gerade nicht. Ich habe schon Bedenken, dass der jetzt gleich an mir dötzt. Ich habe Bedenken, dass das funktioniert. Ich halte hier einfach mal, weil... Das wird nichts. Wenn du jetzt da stehen bleibst, dann komme ich dir rüber und schlag dir in die Fresse. Junge, ich komme dir gleich darüber und schlag dir in die Fresse, wenn du jetzt nicht weiterfährst. Aber gut. Ey, guck mal, wie... Ja, gut mit dem Hinterteil, ne? Okay, das wird jetzt richtig problematisch. Vor allen Dingen fährt mein Bus nicht mehr richtig nach oben. Ich drücke Kickdown wie verrückt. Da musst du aber jetzt doch vorbeikommen, oder nicht? Immer noch... Jetzt habe ich wieder einen Unfall gebaut. Ganz toll. Fahr doch endlich, du blöder Mercedes. Danke. Mit welchem Vollidioten habe ich... Wieder mal ein schöner VW. Wie immer. So, jetzt roll dir doch nicht weiter runter, du blöder Bus. Roll mal lieber nach oben. Die Leute wollen hier auch noch nach Hause. 2,5 Minuten Verspätung. Ey, Witz. Mann. Also, sorry, wenn ich heute wieder so viel am Meckern bin, aber... Hat er sich jetzt irgendwo hier festgehangen, oder was? Nee, hat er angeblich nicht. Reicht's. Ich lasse die Leute jetzt raus. Die nicht mal raus wollen. Genial. Bitte fahr doch noch oben, du blöder Bus. Ich will die Folge hier heute noch beenden. 3 Minuten Verspätung. Ihr seht es kommen, dass ich am Ende so, keine Ahnung, eine halbe Stunde Verspätung habe. Schaffe ich mit Sicherheit. So, komm, jetzt fahr mal ein bisschen schneller als hier nur dieses scheiß 5 km/h. Dann kann ich die Kackfolge ja auch endlich beenden. So. Die Leute wollen angeblich raus. Dann muss ich eben auf die Knöpfe drücken, damit sie aussteigen. Es wollte keiner raus. Interessant. Interessant. Ich habe aber auch jetzt keinen Bock mehr, Leute. Ganz ehrlich. Ja, die Verspätung geht weiter. Nach oben ist mir jetzt aber auch scheißegal. Das war's von dieser Folge. Omsi 2, der Omnibus-Simulator. Ihr habt gesehen, wie chaotisch das war. Nächste Woche geht's dann spannend weiter ab der Schlerngasse weiter zur Nordkette Hungerburg. Bis dahin sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.